Welcher Autofahrer kennt das nicht? Man bekommt einen Anhörungs- oder Zeugenfragebogen zu einer Verkehrsordnungswidrigkeit zugesandt. Es droht ein hohes Bußgeld, Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot oder vielleicht bei einem entsprechenden Kontostand der Entzug der Fahrerlaubnis. Nun einen anderen Fahrer im Anhörungsbogen oder Zeugenfragebogen anzugeben, erscheint vielen verlockend. Die Taktik besteht darin, das Verfahren durch unzutreffende Angaben so weit hinauszuzögern, dass zumindest ab der Verfügung des Anhörungsbogens der Erlass des Bußgeldbescheides nicht innerhalb von 3 Monaten erfolgt. Dann kann der Verstoß nicht mehr verfolgt werden. Die Verfolgungsverjährung beträgt bei Verkehrsordnungswidrigkeiten nämlich nur 3 Monate ab Begehung der Tat. Nicht so schnell verjähren allerdings Alkohol- und Drogendelikte. In dieser Zeit muss ein Bußgeldbescheid gegen den Betroffenen erlassen werden. Zwar unterbricht die Verfügung eines Anhörungsbogens, der Zugang ist hier nicht mal erforderlich, einmalig die Verjährung, sodass die 3 Monate wieder von vorne zu laufen beginnen, doch muss der Anhörungsbogen auch gegen den richtigen Betroffenen ergehen, um die Unterbrechungswirkung zu entfalten. Doch Vorsicht, die Risiken sind groß, wenn jemand anderes in dem Anhörungsbogen oder Zeugefragebogen angegeben wird. Möglichkeit 1, der Bekannte oder Beauftragte wird selbst benannt. Wenn ich jemanden bestimme, der gefahren sein soll. Derjenige, der wider besseren Wissens eine Behauptung aufstellt, die geeignet ist, gegen eine andere Person ein behördliches Verfahren einzuleiten, begeht eine Straftat gemäß § 164 Absatz 2 StGB, nämlich eine falsche Verdächtigung. Und genau das ist der Fall, wenn eine andere Person als Fahrzeugführer benannt wird. Ob dies nun ein Verwandter, ein Bekannter oder der gewerbliche Punkteübernehmer ist. Hier droht eine Geldstrafe oder bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Möglichkeit 2. Der schwer erreichbare. Was ist, wenn ich einfach nicht erreichbar bin? Nun könnte man auf die Idee kommen, eine Person zu wählen, die weit entfernt im Ausland wohnt und daher rein praktisch nicht belangt werden kann. Wer nicht damit rechnet, dass ein anderer auch tatsächlich belangt wird, dem soll nach wohl überwiegender Auffassung der Rechtsprechung der erforderliche Vorsatz für die Straftat der falschen Verdächtigung fehlen. Doch auf der sicheren Seite ist man hier auch nicht. Gerade bei Angaben von EU-Bürgern kann wohl nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass die Ermittlungen im Sande verlaufen werden. Ein solches Vorgehen ist bei dem verbleibenden Restrisiko, dass man sich doch strafbar macht, auch deshalb nicht empfehlenswert, weil ein Anhörungsbogen schnell als unzustellbar zurückkommen oder gar nicht erst verfügt wird, da die Behörde das Vorgehen sofort durchschaut. Hierdurch wird, wenn überhaupt, nur eine kurze Verzögerung erreicht, die meist nicht ausreicht, um die Verjährung herbeizuführen. Möglichkeit 3. Die Absprache. Ein anderer Kniff ist es noch, zumindest nach außen, nicht selbst die Initiative zu ergreifen, sondern eine andere Person dazu zu veranlassen, sich selbst der Täterschaft zu bezichtigen. Diese Konstellation wird juristisch uneinheitlich bewertet. Hier hat sich noch nicht eine einheitliche Rechtsprechung entwickelt. Es gibt die Auffassung A. Für den Hintermann soll eine Strafbarkeit wegen falscher Verdächtigung in mittelbarer Täterschaft und für den sich selbst Bezichtigenden Strafbarkeit wegen Beihilfe zu dieser Tat in Frage kommen. Eine andere Auffassung sagt, das Vorgehen ist straflos, da die Anstiftung mangels teilnahmefähiger Haupttat ausscheidet, der sich selbst Bezichtigende verdächtigt ja gerade keine andere Person und zu einem solchen straflosen Verhalten kann man auch nicht angestiftet werden. Die Rechtslage ist hier also nicht eindeutig. Ein solches Vorgehen ist also auch nicht risikolos. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Fahrerlaubnisbehörde nach einer solchen Absprache Zweifel an der Fahreignung hat
und diese mit entsprechenden Konsequenzen überprüfen wird. Variante 4. Man gibt Max Mustermann oder Mickey Maus, jedenfalls eine fiktive Figur, im Anhörungsbogen an. Die gute Nachricht ist, wer dies tut, macht sich nicht strafbar, weil keine andere Person verdächtigt wird und auch sonst kein Straftatbestand eingreift, solange lediglich eine Ordnungswidrigkeit verfolgt wird. Diese Gesetzeslücke auszunutzen, ist aber in der Praxis wenig erfolgsversprechend, weil die Behörde in den allermeisten Fällen zügig in Erfahrung bringt, dass die benannte Person gar nicht existiert. Falls wegen des Verstoßes zumindest die Verhängung eines Punktes in Rede gestanden hätte, droht dem Halter des Fahrzeuges außerdem die Auferlegung eines Fahrtenbuches. Es müssen dann also alle Fahrten mit dem Fahrzeug streng protokolliert werden. Der Erfolg dieser Taktik setzt außerdem eine Behörde voraus, die das Bußgeldverfahren selbst sehr oberflächlich betreibt. Gerade bei schwerwiegenden Verkehrsverstößen, bei denen auch ein Fahrverbot im Raum steht, wird sich die Behörde wohl nicht so einfach an der Nase herumführen lassen, sondern selbst zum Beispiel in der Nachbarschaft nachfragen und anhand von Lichtbildern bei der Meldebehörde überprüfen, ob der entsprechende Vortrag überhaupt zutreffend sein kann. Zusammenfassend ist von all diesen Varianten strikt abzuraten. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich entsprechende Anbieter ihre Dienstleistungen auch noch teuer bezahlen lassen. Auf solche unseriöse Angebote im Rahmen des Punktehandels sollten Sie sich auf keinen Fall einlassen. Beauftragen Sie lieber einen im Verkehrsrecht spezialisierten Rechtsanwalt mit der Wahrung Ihrer Interessen. Viele Bußgeldbescheide sind fehlerhaft, weil die Messung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist oder es gibt andere Möglichkeiten, Ihnen zu helfen.